Ich stelle mir jetzt mal einen Diabetiker vor. Was ist Ihrer Meinung nach, welche Nährstoffe sind besonders wichtig für den? Oder würden Sie sagen, alle? Ja, alles zu pauschal, aber wirklich zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Das erste ist, er muss raus mit seinen vielen Giftstoffen. Das heißt also in diesem Falle vorwiegend den Zucker. Der Zuckerzunahme muss die toxische Menge an Zucker muss reduziert werden. Das kann man ohne Probleme tun. Das zweite ist, wenn er aufhört, leere Kalorien zu sich zu nehmen, muss er ja was anderes essen. Und sollte was anderes essen, kann etwas anderes essen. Und da ist ganz klar, umswitchen auf Gemüse. Ja, Gemüse in allen Formen. Nur Gemüse alleine ist relativ fad. Und dann kann man den Zucker als Geschmacksstoff, als Geschmacksträger ersetzen durch Fett. Und das ist viel, viel effektiver, weil Fett als Geschmacksträger viel variantenreicher ist als der blöde Zucker. Wenn ich das einmal geschnallt habe, kann ich also im Fett baden. Weil noch einmal, von Fett wird niemand fett. Gesunde Fette wie Olivenöl oder Kokosfett. Gute Fette wären umgekehrt die von der Industrie propagierten Pflanzenfette, die künstlichen Pflanzenfette, die sind absolut schädlich. Sonnenblumenöl. Ich werde heute noch rot und schäme mich. Ich habe in den 90er Jahren auch in dieses Horn getutet und gestoßen und gesagt, liebe Leute, hört auf, Butter zu essen. Ja, ich meine, ich selber habe immer weiter gegessen, aber den Patienten habe ich empfohlen, isst keine Butter, sondern isst Sonnenblumenmargarine. Die ist so gesund. Heute wissen wir, dass wir die Menschen vergiftet haben damit. Sonnenblumenmargarine enthält Omega-6 und Omega-6 ist entzündungsfördernd. Ja, das heißt also, Kohlenhydrate raus, liebe Diabetiker, gesunde Fette rein und dann Gemüse, 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 Gemüse. Damit hat man eine Mischung, die A, ausgesprochen gut schmeckt und B, den Blutzucker sofort in die richtige Regulation bringt. Jetzt müssen wir ja natürlich über das Diabetes, über Entschuldigung, Vitamin D auch sprechen. Das ist ja das für Ja. Sie ganz Wichtige. Das ist ja das wichtigste Nährstoff, der ja, wo sich alles in Ihrem Leben fast drum dreht, hätte ich beinahe gesagt. Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, Vitamin D3, Hype oder Hope. Ihre Kritiker würden sagen, alles nur Hype. Ja, Ja. Geldmacherei, der fährt ja durch die Republik und verkauft es überall. Ja, ich sehe Sie schon förmlich mit dem Bauchladen vor mir, wie Sie die Fläschchen verteilen. Ja, Ja. wie würden Sie es beantworten? Hype oder Hope? Also, Hype oder Hope? Die Antwort ist natürlich klar. Es ist Hope für uns. Diejenigen, die glauben, daran mäkeln zu müssen oder zu können, die haben schlicht und ergreifend ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die haben die Studien nicht gelesen. Es gibt inzwischen Tausende von Studien. Und in diesen Studien wird nicht nur epidemiologisch beschrieben, dass die armen Schweine, die zu wenig haben, kränker sind, sondern was viel, viel wichtiger ist, wir haben heute Laborversuche, wo wir an einzelnen Zellen exakt zeigen können, was Vitamin D dort macht. Unter anderem, wie gesagt, an den Genen rumschrauben. Ja, wir wissen, wenn man einem Menschen ordentliche Ladung, 20.000, 30.000 Einheiten Vitamin D gibt, dann passiert etwas in diesem Körper. Und zwar an diesem Tag, das kann man messen, da werden etwa 200 Gene auf einen Sitz verändert. Zum Teil hochgeschraubt, zum Teil runtergeschraubt. Das kann man heute exakt messen. Da haben die Leute keine Ahnung davon. Punkt eins. Der Punkt zwei ist, dass immer wieder behauptet wird, na ja, ihr mit euren Glaubensbekenntnissen, ihr müsst anständige Studien machen. Das heißt, wie in der Pharmastudie, doppelblind, placebo-kontrolliert, randomisiert und prospektiv. Was die Leute schon nicht kapiert haben, ist der, dass Vitamin D keine Droge, kein Pharmakon ist, sondern ist ein Hormon. Und was wir gesehen haben, ist, dass es futsch ist. Vitamin D ist nicht so toll, weil es eben so toll als Vitamin ist, beziehungsweise als Hormon ist, sondern weil es futsch ist. Wenn wir den gleichen Mangel an Schilddrüsenhormon hätten, würde es uns genauso schlecht gehen, als ein Beispiel. Oder Sexualhormon, habe ich schon gesagt, mit dem Eunuchen. Das heißt also, das Problem ist, dass Vitamin D aus unserem Leben verschwunden ist. Und das können wir messen. Wir sind also nicht auf Glaubensbekenntnisse angewiesen, sondern wir können zeigen, wenn jemand einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, dann hat er die und die und die Veränderungen. Und wenn ich dann hingehe und diesen niedrigen Vitamin-D-Spiegel aufbessere, dann passiert etwas. Und wenn ich dann eine Studie mache, wo die Menschen wirklich vorher im Mangel waren und dann gezeigt wird, was passiert mit einem ausreichend hohen Betrag an Vitamin D, dass sie in einen Normalbereich kommen, dann funktionieren auch die Studien.
Wenn Sie mir heute eine Studie auf den Tisch legen, dann kann, ohne dass ich weiß, was da rausgekommen ist, kann ich Ihnen aufgrund der Beschreibung des Studiendesigns sagen, ob die Studie erfolgreich ist oder nicht. Weil wenn die Studie nicht richtig designt ist, ja, von den Populationen her, wer da untersucht worden ist, die Vitamin-D-Spiegel vorher gemessen worden ist, die Dosis, die gegeben worden ist, in welchem Intervall sie gegeben worden ist, wenn alle diese Dinge nicht stimmen, kommt der Müll raus. Und dann kommen die Kritiker und sagen, guck mal hier, gerade passiert, Vidal-Studie. 20.000 Leute haben Vitamin D bekommen. 20.000 Leute haben Omega-3 bekommen. Und was ist rausgekommen? Nix. Alles für die Katz. Ja, warum? Weil das Studiendesign falsch war. Es konnte nichts dabei rauskommen. Aber dann werden natürlich diese Studien genommen, in die Presse getan und gesagt, hallo, hallo, es nutzt alles nichts. Doch, es nutzt etwas und zwar sehr wohl. Das war also bei dem Studiendesign, sagen Sie, das Problem, dass die Leute wahrscheinlich morgens auf nüchternen Magen Vitamin D genommen haben. Am besten noch eine Kapsel. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wir wissen von den Vegetariern, die Vitamin D morgens zusammen mit dem Müsli runterwürgen, wo kein Fett drin ist, dass sie das Vitamin D nicht resorbieren. Schlicht und ergreifend. Das heißt, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Ist egal, wann Sie es am Tag einnehmen, aber Sie müssen es zu einer fettreichen Mahlzeit einnehmen. Am besten nehmen Sie einen Löffel Fischöl, tun Ihr Vitamin D rein und schieben das rein. Dann haben Sie die zwei Sachen, Omega-3, das genauso wichtig ist wie Vitamin D, und Vitamin D haben Sie auf einen Sitz fertig.